Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, diesmal mit Pavlov, ein zweites Mal zumindest, denn Pavlov ist ja von einem Speer aufgespießt worden, aber er ist nochmal zurückgekommen, er versucht es nochmal. Ich bin gespannt, was er so alles schaffen kann. Oh, schau mal, jetzt ist da oben ein Vogel. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ist bestimmt gleich wieder ein Ende, da bin ich mir ziemlich sicher. You got a chicken. Nein, noch ein Item jetzt. Okay, was kann ich mit dem Item machen? Ah, schau mal, da können wir langsam fallen. Oder das sah doch jetzt nach langsam fallen aus. Probieren wir das jetzt hier nochmal. Ah, okay, wir haben da keinen Einfluss drauf. Also wir fallen so oder so langsam, egal was wir machen. Gut, jetzt möchte ich dann doch aber mal langsam schauen, dass wir hier mal den Altar vielleicht mal ein bisschen benutzen. Der würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Also mit dem Huhn und dem Schwert bewaffnet, schauen wir mal, was wir da ausrichten können. Jetzt geht es erstmal hier ein bisschen nach unten eine Weile. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nichts tue? Nichts, okay, dann... Also wir können nicht ertrinken, das ist doch schon mal was. Hier haben wir den Laden mit der Kanone oben drauf, wenn ihr euch noch erinnert. Und er hat immer noch nichts zu verkaufen. Ah, was war denn hier nochmal alles? Ja, das weiß ich schon alles nicht mehr. Ist ja doch schon wieder ein bisschen her. Jetzt schauen wir mal, da ist ein Knopf. Ach so, ja, da war dieses Tor, wo ich auch noch keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Dann machen wir halt hier oben weiter. Genau, wir können ja mal wieder zum Schloss eigentlich rüber. Das ist vielleicht wirklich keine doofe Idee. Ah, das... Oh. Ups. Pala 8, Palette an. Was habe ich jetzt? Ich habe irgendwas entsperrt, aber ich habe es jetzt nicht gelesen. Mist. Es tut mir leid, Pavlov. Oh Mann. Nein, das war nicht Pavlov, das war Juan. Oh Mann, jetzt komme ich ja schon voll mit den Namen durcheinander hier. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Okay, ich habe irgendwas freigeschaltet auf jeden Fall. Jetzt gab es, glaube ich, hier rechts, also im Osten ja auch nochmal irgendjemanden. Oh. Oh, the cannon exploded violently, sending Pavlov right into a rock. Using cannons was indeed a fast way to move around, but not the safest one. 95% uptime guaranteed. Policy is not enough sometimes. Das war Nummer 17. In der Galerie der Enten. Oh krass, 2 Jahre später jetzt schon dann. Also den Anfang, so die ersten niedrigstelligen Enten, die haben wir eigentlich ziemlich schnell zusammen tatsächlich. Ja, 8, Tag 212. Pavlov received millions from the Cannon Company, but spent all of it on medical care and cosmetic surgery. Remember, Pavlov. Those cannons have a 5% fail chance. Wie schauen wir denn jetzt aus? Ja gut, Schönheits-OP, ne? Da hat er ja was gemacht. Oh Mann, jetzt wird's aber langsam echt schwierig. Mit den Möglichkeiten, was ich noch so machen kann. Ich nehme mal das Schwert wieder mit. Und den Vogel. Also wir probieren es jetzt einfach nochmal. Den Vogel holen wir uns jetzt auch nochmal. Ah, ich wollte gerade ausprobieren, was passiert, wenn wir jetzt mit dem Vogel zu der Katze gehen. Aber das können wir jetzt, glaube ich, vergessen. Die sind zu schwer, um zu den Katzen hochzukommen. Und das, da müssen wir auch noch irgendwie schauen, wie wir das nach oben kriegen. Da unten ist ja auch noch mal eine Notiz. Die muss ja auch für irgendwas stehen. Das wäre ja doof ansonsten. Also, nichts fürs Spiel, sondern für uns oder für mich, den doch sehr Neugierigen. Lebt Juan wieder eigentlich? Warte mal, wo war denn der? Der war da oben. Nein, der ist jetzt für immer verschwunden. Oh Mann. Das tut mir leid. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ohne Gepäck, damit wir da hochspringen können. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Jetzt gehen wir mal in die Kanone. Aua, ah, das tat weh.
Okay, diesmal hat's funktioniert über den Berg hinaus, alles klar. In die Festung. Diesmal gehen wir mal nach rechts, letztes Mal sind wir nach links gelaufen. Ich habe einfach zu viel Gepäck schon wieder. Oh, das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Okay, das wäre noch in Ordnung. Dann schauen wir mal, was passiert hier. Oh. Oh. Ah, Mist. Warte mal, das müssen wir jetzt hier irgendwie so machen. Ich hoffe, das funktioniert. Oh nein. Ja. Oh nee, das ist ein anderes Ende, alles klar. They're not that weak when they come all at once. Right? Pavlov was outnumbered, defeated and finally used as a playing ball. Family Gathering. Ende Nummer 15. Wir sammeln das hier richtig gut. Gerade die ersten paar Enden. Bei den letzten, ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Da haben wir jetzt bis jetzt nur einen. Jahr 9, Tag 93. After being tortured for months, Pavlov escaped back to home, but the secrets were hard on him. Little Minions House. Ach, schau mal, wir sind jetzt ein kleiner Minion. Das ist cool. So, diesmal kein Schwertaufgabe, nichts. Wir wollen schauen, wo wir mal da hinkommen. Beim Juan da hinten. Ich glaube, das war Juan. Ich weiß es leider nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Der wird, glaube ich, nie was haben für uns zum Verkaufen. Achso, ja, genau da wollen wir rein. Oh, okay, das wird schon kniffliger. Ah, schau mal, das wusste ich auch nicht. Ich kann einfach in der Luft auch springen. Tada! Ah, da werde ich jetzt nicht rüber können, glaube ich. Die Frage ist, ob ich es muss, das, ne? Oh Mist. Ah, ist egal, da wird jetzt nichts verloren gehen dadurch, dass ich jetzt nicht da drüben rein bin. Pirates Cliff. Es ist so ruhig plötzlich. Das gefällt mir nicht. Ah, da haben wir die Musik, als hätten die mich gehört. Ich schaue hier immer rein, ob es einen geheimen Gang gibt. So wie hier zum Beispiel. Oh, was ist denn hier passiert? Was war das? Wo ist das jetzt hin? Hey, das ist unfair. Auf jeden Fall liegen hier, glaube ich, ein paar Piraten. Okay, ich glaube, das wird das nächste Ende sein, dass wir zu weit hinausgeschwommen sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das schreit voll danach. Wie weit geht das denn? Das ist jetzt auch wieder so gemein. Die spielen jetzt echt mit einem, der... Entweder du schwimmst jetzt weiter bis in Unendlichkeit, weil du absolut neugierig bist. Aber schau mal, ist tatsächlich, hier gibt es sogar was. Ich dachte jetzt gerade, das war so eine Finte. Du schwimmst da so 10 Minuten umsonst und dann, ja, gut war's. Aber nein. Hier passiert ja wirklich was. Oh, da liegen ganz viele Schätze. Ein Bett sehe ich da auch. Ja, gehen wir mal runter. Da liegen doch Schätze. Ein Bett, das aber abgeriegelt ist. Und das nächste Ende. Little Minion found a pirate treasure inside the chip. His smile faded as he noticed a copy of Revenger among the piles of gold.
What kind of heartless person could steal a jewel like that? Ende 96, okay. Da geht da unten ja auch ein bisschen was schon. Aber was war dieses goldene Ding, das abgehauen ist? 10 Jahre später, Jahr 19, Tag 103. Little Minion left the gold and ran home to play Revenger. With such an amazing amount of content, nobody saw him for years. Today, he achieved ending number 100 and was finally ready to go outside. Ah, jetzt sind wir als Pirat unterwegs. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir langsam aber die Ideen aus, ne? Wie wir weitermachen können sollen. Jetzt machen wir mal hier Folgendes. Mit dem Altar, da muss ich auch noch überlegen, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Schon wieder? Ja, den kennen wir schon, den Weihnachtsmann-Gag. Der ist jetzt nichts Neues. After remembering that story, Pavlov prepared for adventure once again. Ja, genau, also das Abenteuer kennt er schon. Das ist aber gemein dann, dass da das Ausrufezeichen trotzdem kommt. Das bringt einen ja voll auf die falsche Fährte. So, die Katzen schauen einem hinterher. Aua. Na, das war vielleicht nicht ganz so klug. So, was ist das hier? These crops were completely destroyed by the dragon. Thank God our remaining food supplies are safely stored underground. Ach so. Oh, warte mal, ich probiere jetzt was. Es geht sicher schief. Nein. Es geht nicht schief. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Gibt ja immer mal was Neues hier. Bezaubernd. So, da geht's nicht weiter. Jetzt wäre hier die Schaufel tatsächlich ziemlich angebracht. Achtung, Piranhas. Ah, schau mal, wir sind jetzt auf der anderen Seite dieser Piranhas und da liegt Lump, oder? Das müsste doch Lump sein. Okay, jetzt haben wir hier die Angel. Ah, da kommen wir jetzt nicht mehr lang. Ah, die Story kennen wir doch auch schon, oder? After picking up that fishing rod, Pavlov felt the urge to go fishing. The minutes turned into hours, the hours into years, and the years into a dead princess. Ja, das kennen wir auch schon. After that memory. Ja, das kennen wir schon. Pavlov finished writing down his Ancaster story and prepared for adventure. Aber jetzt warte mal, okay, dann holen wir uns jetzt hier mal. Achso, mit der Schaufel. Ja, das ist so eine Sache, ne? Mit der Schaufel komme ich, glaube ich, gar nicht so hoch. Aber jetzt will ich nochmal da lang. Da gab es doch, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu sehen, als jetzt hier nur Piranha-Zeugsel. Schauen wir mal. Hier ist was. End of Secret Passage. Ja, geil. Nee, glaube ich nicht. Schau mal, es geht noch weiter. Real End of Secret Passage. Huch, was passiert? Ah, schau mal an. Das ist ja... Ah, das ist der Brunnen. Verstehe. Oh Gott, das Spiel, das ist ja echt gemein. Das hat ja lauter versteckte Dinger hier. Die Frage ist, was für einen Nutzen hat das für mich hier? Jetzt schauen wir mal. Gut, hier wird die Schaufel halt praktisch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich dann noch hierher kommen kann. Ja doch, kann ich eigentlich schon. Ja, klar. Okay, warte mal, dann. Schauen wir mal, ob ich so zurückkomme, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und dann holen wir jetzt mal die Schaufel.
gesagt, alles eine Frage, ob wir jetzt hier zurückkommen können. Aber ich glaube, das sieht recht gut aus. Tatsächlich. Aha, nee, wir kommen nicht zurück. Ja, das ist blöd. Wir kommen nicht zurück, weil die Brücke, die geht ja nicht mehr nach oben. Ah, das ist doof. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal nach rechts. Einfach nochmal. Dann haben wir jetzt die Bombe. Wie gesagt, jetzt gehen wir einfach nochmal nach rechts. Beziehungsweise schon mal da oben ist, glaube ich, was. Ja, da habe ich es doch schon gesehen. Ah, jetzt ist aber wieder alles zu schwer. Ach man, das ist doch gemein. Schade, dass man irgendwie nichts ablegen kann oder sowas. Ah, jetzt schaut mal, jetzt sehe ich da unten irgendwas mit 21%. Was bedeutet 21%? Also, im Zusammenhang meine ich. Also, 21% ist klar, es sind 21%, aber... Was bedeutet das? Ah, halt, stopp, da will ich rauf. A power without limits is sealed at the top of this temple away from the Dark Lord's reach. Okay, ich bin gespannt. Gehen wir nach rechts, glaube ich. Ah, komm schon. Mist. Ach so, jetzt warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir da rauskommen. Genau, da ist jetzt der Altar. Da können wir uns jetzt hier der Bombe entledigen. Und dann haben wir auch wieder genügend Sprungkraft. Nein! Oh Mist. Nochmal das Ganze. Das muss doch machbar sein. Nein, es ist... Das gibt's doch nicht. Doch, warte mal. Eine Idee habe ich noch. Haha. Oh Mist. Okay, das ist gar nichts. Schade. Aber hier den Raum kenne ich. Only one of the signposts in this chambers lies. Okay. The chest on the left contains something perishable. The one on the right contains something dark. Ah! Oh Mist, das war jetzt doof. The Dark Stone influenced Pavlov to push the wrong lever, turning his body into a perfectly flat mud. Ende 44. 4 Monate später. Oh, wir schauen ja richtig schön aus jetzt hier. Jahr 19, Tag 223. After Pavlov somehow recovered, he decided to ignore the voices in his head, stop making extreme decisions and instead aim for a middle ground approach. Schaut auch geil aus. Es ist echt wirklich faszinierend, was man eigentlich mit nur so ein paar Pixeln so alles erreichen kann, wenn man weiß halt wie, ne? Natürlich braucht man auch noch ein bisschen Vorstellungskraft, aber ich kann mir schon gut vorstellen, was das hier darstellen soll. Und das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend tatsächlich. Gut, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal von euch, denn ich werde jetzt hier erstmal aufhören mit Zocken von Reventure. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach in der nächsten Folge wiedersehen zu ein paar weiteren hoffentlich spannenden Enden. Ich bin schon sehr gespannt, was noch alles passieren wird. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin lasst mir doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal dann.